Wir haben beschlossen, jeder darf mal ran. Und jeder darf seine Kochkünste zeigen. Da ist der Kollege neu dran. Wir kochen Indonesisch. So, liebe Freunde, jetzt werden wir hier noch... wird gekocht. Bauleiter und Architekten im Einsatz. Ja. Ohne Pläne sogar. Oh, ohne Pläne, das ist immer gut. Ich gebe dir mal eine Pfeffermühle, warte mal. Ja, vielleicht besser. Boah. Hier wird genebelt. Pfeffer und Salz. Das ist Salz. Ja. Zumindest einer kocht. Den wieder zwei gucken zu. Runter machen wir. Mal auf drei machen vielleicht. Ja, anschmuggeln, ne? Weil die Platten sind ja extrem, finde ich ja, ne? Diese. Wenn du noch höher drehst, auch zu sehr. Ich dachte, diese Platten sind ja extrem. Mit der Hitze, wenn man will. Welche Platten? Diese Platten. Ach so. Ja. Und dann wird gleich noch das so da drunter gemischt, oder? Okay. So, da ist noch ein bisschen Knobi drin, ein bisschen Speck. Ja. Ein bisschen Olivenöl. Jetzt ein bisschen Lauch. Ein bisschen Pfeffer. Alles schon markiert. Also alles schön aufpassen, dann war die Einkaufsliste, Leute. Aufgeschrieben? Im Kopf, markiert. Und das Wichtigste ist, sind die Instant-Nudeln. Ja. Direkt aus dem Asia. Die schmecken ja gut, diese Erdnudeln. Ich habe sie noch nicht gegessen. Du hast auch noch so Nudeln gemacht. So ja, so gemacht habe ich ja mal, aber nicht gekauft. Ja gut, aber die schmecken schon. Und als ich mir das gekauft habe, ich noch so. Wie als wenn du zum Chinesen gehst oder Japaner irgendwo an so einem Stand und holst du so Banknudeln. So. Ja, Bratnudeln. So Bratnudeln, ja. Lass mich überall. Wie gesagt, ich habe das selbst gemacht. Aber das sieht zumindest immer schon mal gut aus hier. Ja. Dann gehen wir näher ran. Jawohl. Und riecht auch gut. Das wird schon. Eigentlich ist es das erste Mal, wo ich das aufwendig gemacht habe. Ja. Sonst habe ich schon mal so die Nudeln reingemacht. Und die Gewürze auf in den Schlüssel rein. Und das war das. Ja, okay. Der etwas mickrig ausgestattete Gewürzschrank. Und mit zu viel Salz rein. Ja, mach mal so wie du meinst. Also nicht zu viel. Aber ich meine, da gehört ja schon ein bisschen Salz dran. Das ist schon okay. Alles gut. Die habe ich mir letzte Woche auch noch gekauft. Mein Asialaden da. Das Ketchup Money ist da. Ja. Finde ich ganz gut. Das ist süß. Also, genau, und vor allem, man muss von dem nicht so viel nehmen. Ne? Ja, genau. Achso, die, wenn du die runternimmst, vielleicht piept sie dann. So, wenn es interessiert, die Musik, die wir heute hören. Wusch. Von Moto Psycho, Here Be Monsters. Bisschen die Nebelmaschine anwerfen hier. Das Gericht hat sich ein bisschen verändert, aber hochinteressant, die Eier werden hier anderthalb Stunden mitgekocht. Ich bin gespannt, was das wird. Ja, Kochprofis unter sich, das passt schon. Es wird, ich glaube, das wird schmecken.
noch nie gesehen habe mit den Eiern. Wir schauen mal. Gut, Freunde, wir gucken später noch, was das macht. Angeblich muss das viel Flüssigkeit verdauen, bis sich das Fett nach oben bewegt. Gut. Und lassen Sie überraschen. Aber hochinteressant ist das mit den Eiern. Die werden ja erst fertig gekocht. Jetzt kommen die da nochmal rein. Die kochen dann nochmal mit jetzt. Mhm. Wir sind gespannt. Aber gesagt, das ist eine Kreation aus der Studentenzeit. Koch-Challenge hier. Teil 2 unserer Koch-Challenge. Kollege Eu schon zum zweiten Mal. Dann schauen wir mal, wer als nächstes dran ist. Kann ich kochen, gibt's nicht. Es wird gekocht und gegessen, was auf dem Tisch kommt. Sprüche klappt halt. Kommt rein. Aber so ein bisschen was kann er ja. Das ist sehr ungewöhnlich und noch nie gesehen. Aber es wird lecker. Wir werden nachher sehen. Wir werden Interviews führen. Das muss jetzt wohl noch kochen, bis das Fett sich absondert. Also die Flüssigkeit weg und dann kommt das Fett raus. Dann kochen wir einen schönen Jasminreis dazu und dann schauen wir mal. Wir sehen uns später beim Test. Beim Geschmackstest des indonesischen Gerichts. Wie es heißt, wissen wir gar nicht. Aber so wie es aussieht, wird es schmecken. Ich habe noch nicht probiert. So, Freunde, ich bin's nochmal. Es ist angerichtet. Gute Reis. Jetzt mache ich mal kurz den Deckel auf. Nur mal ganz kurz. Mhm. Alle mal gucken. Dankeschön. Meinungen zum Essen später. Jetzt wird gegessen. Dankeschön. So, der erste Schlag kommt auf den Teller. Klebereis heute machen? Genau, erster Koch, ja, der Klebereis. Jasminreis. Wurde auch ein bisschen lange gekocht. Ich glaube, ich hatte ein bisschen viel Salz angemacht. Hat zu lange gekocht? Den hast du gemacht extra für Sushi, so kann man schön. Der ist genauso gekocht, wie er muss. Ja? Der ist noch in der Mitte noch al dente, wie man im Italienischen sagt. Hast du nicht gesagt, der hat zu viel gekocht? Bissfest, ne? Der ist zu schnell, dann wäre also volle Power. So. Danke. Wir lassen Sie überraschen, ne? Ist das ein spezieller Reis? Nee. Jasminreis, ja. So, was heißt das? Duftreis. So ein bisschen so. Mhm. So. Reis ist gut. Kohlenhydrate. So. Aha. Okay. Also in Maßen. Kohlenhydrate sind wichtig, habe ich gerade gehört. In Maßen. Man lernt ja nicht aus. Eiweiß ist besser. Jetzt du nicht. Eiweiß kommt da. Da drin kommt genau, Eiweiß. Genau, das stelle ich da nochmal hin jetzt. Dankeschön. Da kann noch mal eine Truppe im Bus vorbeikommen. Oh, hier. Da passiert nichts, Jungs. Keine Angst. Ich sitze hier nämlich alles zu mir. Vor allem Reis ist natürlich auch so. Ist mal schnell satt, ne? Das stopft schön. Bitte, fang mal an. Wie isst man das denn jetzt? Wie einfach auf den Reis oder neben dem Reis. Ich dachte, da gibt es irgendwie so speziell. Nee. Oben drauf. Ich mach das daneben, ne? Oder macht man das oben drauf? Also jeder wie er möchte, glaube ich. Eigentlich alles so daneben, so, ne? Zum Schluss so. Muss das schmecken. Und ein Ei soll ich auch nehmen. Man muss natürlich alles zusammen so. Ja, ja. Also bei den Eiern bin ich sehr gespannt. Ich drehe doch ein bisschen mit dir. Ja, mach du erstmal, dann gleich. Dann kann ich noch ein bisschen filmen. Die Fettsoße hast du nicht genommen. Muss ich die nehmen? Ist das Fett? Ja, das ist das der Geschmack. Das brauche ich ja. Ach so, ne? Bisschen Fett, meinst du? Ja. Das brauche ich aber über den Reis, ne? Ja, über den Reis. Hier, komm her, bis oben drauf. Perfekt. Jawohl. Danke. So passt. Ja. Sind wir heute im Dschungel, ja? Dschungelcamp ist wieder da. Echt? Ja, so eine Überraschung hier, wer weiß. Dschungelcamp? Ja. Guckst du sowas auch? Ich weiß nicht, ob sag, du das guckst. Sag nix. Guckst du das? Dschungelcamp? Ja, manchmal, ja. Das läuft jeden Tag um 17:15. Du nicht? Nee. Das guckt jeder. Das ist ja, das ist unterirdisch. So, ganz einfach. Ja, genau. Danke gleichfalls. Ein grünes Ei, Kollegen. Das ist mal ganz was Neues. Mhm. Ja, aber das ist. Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Also blauer noch, ne? Durch diese lange Kocherei. Sehr gut. Weiter geht's. Geschmackstest später.
Also wie man sieht, gibt es den ersten Nachschlag. Es scheint zu munden. Und morgen. Also ich bin mit dir nochmal durchgehen, bitte den Plan nochmal mit bemaßte Fenster oder so. Gehen wir nochmal zusammen durch, ja? Weil wir waren ja heute da bei den Fensterbauer. Und als zusätzliche Würze gibt es hier, ich muss mal rumdrehen, ich kann das sehen dann. Mal kurz fragen. Sambal Bajak. Warte mal, das ist schön süß scharf. Sehr gut. Geht. Nach der Schlacht. Ich bin's nochmal, das sind die Reste. Preis ist ein bisschen viel. Wie hat's geschmeckt? Super. So, perfekt. Ne? Daumen sehr hoch. Also. Daumen hoch wie bei. Ne? Ja, genau. YouTube. Sehr schön. Danke. Dem kann ich mich also nur anschließen. Sehr lecker. Auf ein neues. Mal sehen, ob wir das toppen können. Ja. Obwohl die Eier sehen ein bisschen komisch aus, aber schmecken. Ja, die schmecken eigentlich gar nicht anders wie andere Eier auch. Ich habe das jetzt mal alleine gegessen und konnte nicht sagen, dass das jetzt nach Chili schmeckt. Nee. Nee? Schmeckt wie ein Ei. War zu kurz drin vielleicht. Ja, aber so ein leichter Geschmack von... Ja, so ganz leicht vielleicht, aber... Fährst du? Wie hat es dir geschmeckt, Kollege? Ja, sehr gut, danke. Ja? Hast du auch selbst gekocht? Dann passt doch. Gut. Das wollten wir wissen. So, der nächste muss ich dem Kampf stellen. Mal schauen, was bei uns kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Zusammengeschnitten und dann. Ciao. Ciao. Und tschüss. Ich glaube, ich bin nicht ganz drauf. Tschüss, macht's gut.